Patrick, hören Sie mich! Aufnahme der Passagiere nicht möglich. Fliege weiter im Kreis. Patrick, Ende. Verdammt, was ist das? Wir schaffen das, Chris. WTF und damit herzlich willkommen und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon. Ich weiß nicht, wohin ich ziehen soll. Zu einem neuen Bosskampf und zu Episode 11 und Part 21 von Resident Evil Revelations. Mit dem Zwergenfürst. Ich habe keine Munition mehr. Verdammt! Wie soll ich... Ja, geil. Soll ich auf den Tentakel schießen oder was? Und das ganze Schiff lebt hier, wie ihr gerade seht. Ich habe Munition für euch. Vielen Dank. Feuer, Jill. Ja. Raketenwerfer. Hier habe ich eine Heilpflanze. Okay, das ist nicht gut. Tentakel ab. Da ist noch einer. Da ist noch ein Tentakel. Hopp. Und Schuss. Boah, warte. Ich muss erstmal. Das ist klar. Zack, triff. Perfekt. Scheint getroffen zu haben. So, weitere Munition hier irgendwo. Aktuell glaube ich gerade nicht. So, das ist schon mal sehr hilfreich, dass der uns hier mal Munition schickt. Muss ich sie nur noch finden, bevor die Zeit abläuft. Eine Minute habe ich noch. Die rundet eine Minute. Scheiße. Ist auch ein Dreckskampf hier. Wo ist der Tentakel? Da ist er. Einen hat er noch, soweit ich sehe. Der ist dort. Zielen. Und Schuss. War es ein Treffer? Sieht so aus. Sieh keine Tentakel mehr. Und nur. War's das? Unglaublich, was ihr da gemacht habt. Yep, das war's. Cool. Wo ist die Leiter? Nicht so cool. Das finde ich gar nicht toll. Das Schiff will uns daran hindern zu fliehen. Ja, nice, runter vom Schiff. Nein, noch nicht. Dieses Ding darf nicht überleben. Okay. Wir sind weg vom Schiff, ich glaub's gar nicht. Bereit, Chris? Was von bereit, aber... Treffen wir nicht. Ach so, schließlich. Na schön.
Ich schieße schön auf die Tentakeln. Das habe ich ja gelernt. Mit X Granate abfeuern. Okay. Da ist eine Tentakel. Mach's kaputt. Ach so, abkühlen muss ich auch noch. Ja, nice. Das Teil erhitzt sich. Einfach drauf losballern. Tentakel. Hopp. Achtung, die ziehen auch. Verdammt. Verdammt. Ich gebe mein Bestes, aber... Ach, diese Dinger kann ich, bevor sie ankommen, fertig machen. Zack. Da kommt ein Tentakel. Ich geh auf Drecksviech. Ist bestimmt das T-Abyss-Virus, was da durch diese scheiß riesige Sache irgendwie zum Leben gekommen ist. Da war ja dieses Virus irgendwie in diesem riesigen Container drin. Au, Kacke. Muss abkühlen. Jetzt wird's langsam heftig. Aber extrem. Sieht aus wie unser Bosskampf, unser Finale. Zumindest wird das Spiel danach wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Ach so, abkühlen. Ist überhitzt. Eine Waffe. Das passiert natürlich. Ich sehe kaum noch was. Pilot fliegt mal ein bisschen ruhiger. Ich weiß, das ist sowieso ein bisschen hektisch hier gerade, aber mach mal ein bisschen ruhiger. Und werde dankbar dafür. So. Ist das bald vorüber? Ach so, wieder überhitzt. Ja, ich lasse auch meine Waffen überhitzen. Wir wollen ja hier nur noch am laufenden Band. Ich kann ja mal eine Granate werfen. So, zack. Weia. So, irgendwann, wie viele Tentakel hat das Viech? Irgendwann muss das doch irgendwie vorbei sein. Eine Granate haben wir noch. Dann gehe ich mir mal auf. Och je. Ist das hier ein Rumgeballerer. Überhitzt. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel... War's das? Ja, hoffentlich. Bam. Bam. Schieß nochmal rein. Und da rein. Nein, das war's noch nicht. Wahrscheinlich noch lange nicht, wie es aussieht. Ich höre dich leider nicht. Ziel auf den Mund. Mache ich ja schon. Los. Wenn das kein epischer Kampf war. Dann weiß ich auch nicht. Und das war's dann wohl mit der Zenobia. Hoffentlich. Ich bin's. Lagebericht. Auf dem Rückflug. Wir haben Parker verloren. Jessica hat das Schiff zerstört. Die FPC. Oder die ganze Zeit voraus. Ja, ich verstehe. Ich will gar nicht daran denken, dass das Ganze ein Fehler war.
mein Fehler. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Okay, vor einem Jahr fing alles an. Genau hier, in Terra Grigia. Sie Terra Grigia. O'Brien erzählt. Hier ist nichts mehr zu retten. Aber das scheint nicht O'Brien zu sein. Zum Kommandoraum. Das ist doch mit Sicherheit der verstorbene dieser normal Parker. Oh wei. Übersetzung. Quatsch. Übersetzung. Eine Überraschung. Ja, so durcheinander bin ich schon. Setzung, wie komme ich? Mein Hirn ist kaputt. Übersetzung. Überraschung und Übersetzung. Okay. Ja. Man sollte vielleicht mal. Wie wär's mit einer Pause? Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier. Sag nicht, dass ich Jessica. Durch diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Jessica sah aber anders aus. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Kaum noch Munition, das fängt ja schon schön an. Ich hoffe, es gibt noch Munition dort unten. Oder dort oben. Verdammte Dinger! Ja. Wie kann man eigentlich mit null Munition irgendwo hinlatschen? Raymond! Okay. Ah, sie ist doch Jessica, oder? Da hat sie sich aber verändert. Maximal. Ja, keine Munition mehr. Ist schon mal gut. Müssen wir sie loswerden. Messerattacke. Diese Hunter sind auch irgendwie zäh. Du kannst unendlich angreifen. Mit einem Messer wirst du mit denen eigentlich fast nie fertig. Pistolenmunition, das ist schön. Ja, mal nachladen. Die brauchen auch irgendwie mit diesem Snipergewehr brauchen die irgendwie 2 Schuss. Oder 3 sogar, wenn ich mich nicht irre. Sieht so nicht so aus. Also tu nicht so. Du siehst gut, ziemlich fertig aus. Hacker? Ja, los geht's. HQ will, dass du abziehst. Befolge die Befehle, Raymond. Aber ich kann immer noch kämpfen. Den Scheiß kannst du, Raymond. Nicht sehr überzeugend. Also los jetzt. Du bist verletzt. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas tun. Die Stadt ist verloren. Wir müssen uns sammeln. Und du bist verletzt. Ich stütze gerade einen Verletzten. Ich bin also auch nicht gerade in bester Form zu kämpfen. Würde ich mal sagen. Wie haben Sie das mit so wenigen Leuten geschafft? Wer hat Sie bewaffnet? Und die BOWs? Diese Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde. Auf jeden. Sie müssen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Ich sammle hier ordentlich Munition, das heißt, es gibt gleich einen Kampf. Einen etwas größeren. Oder jede Menge Gegner. Geht ohne mich weiter. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich opferst. Jo. Das ist ja jetzt die Vergangenheit, die gezeigt wird. Das ist ein paar Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, er ist noch nicht zu Weltruhm getreten. Ist eigentlich noch ein ganz braver Mann, um sowas zu drücken. Ist noch auf der guten Seite. Ist noch ein gerechter Mensch. Oh wei, hier hat jemand auf dem Tisch geblutet. Ein ganz korrekter Mann ist er noch.
will ja sogar kämpfen. Und will sich für das Gute einsetzen. Nicht gut. Du verlierst Blut. Noch nach seinem. Nein, nach seinem Tod ist bestimmt. Der lebt ja noch. Aber. Noch nach der Verletzung. Hier sollten wir sicher sein. Will ein Held sein. Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Ach, ein Kadett? Okay, gehen wir, Parker. Das habe ich schon öfters mal gehört, dass Kadetten sich zu Bösewichten erheben. Oder, ja, erheben ist echt das falsche Wort für ein Bösewicht, oder? Und zum Held kann man sich erheben, aber erheben ist ja gleich ein positives Verb. Und das ist es ja irgendwie nicht. Du Parker, ich will dir ja nicht reinreden, aber bist du zu dem Neuen nicht zu hart? Du meinst Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Und Jessica, du kannst ja hier nicht von Härte reden. Du hast mich umgebracht. Also du wirst mich umgebracht haben. Futur 2. Wo willst du denn jetzt hin? Bleib bei mir, okay? Na toll. Er weiß es ja noch nicht, dass er sie mal umbringen wird. Ist ja auch kein Spoiler, weil es ist schon im... Es ist in dem vergangenen Part. Aber man könnte es eigentlich schon als Spoiler betrachten, weil es ist ja noch nicht passiert. Wir sind hier in der Vergangenheit. Oha. Das ist ein Problem. Kommt das wieder einfach um die Ecke. So, hier waren wir doch schon mal. Ich bin nicht irre. Heil mich gleich mal. War noch nicht großartig verletzt, aber. Dort sollten wir richtig sein. Sehe ich besser. Habe ich eine bessere Sicht und. Ach du Scheiße. Oha, die hier immer um die Ecke kriechen. Lästige Viecher. Immer für eine Überraschung gut. Nachladen. Nachladen ist auch immer lästige Sache. Ist immer eine ganz lästige Sache. Da verliert man dann immer extrem viel Zeit. Tourniquet aufgehoben, was auch immer das ist. Also, genau was ich brauche. Das sollte erstmal reichen. Ah, scheinbar irgendeine Medizin. Raymond verarzt, dann steht's da oben. Ich habe gerade oben unten auf dem Bildschirm gesehen, ihr könnt es gar nicht lesen, habe ich blöd eingestellt. Boah, kann es ja vorlesen. Und ihr wisst ja sowieso, was ihr macht werden müsst. Mehr Hunter! Wenn ihr mich hört, kommt zurück! Wir hören dich. Probleme. Wir müssen zurück. Ich wusste, der Anfänger würde nerven. Er ist nicht schuld. Oha. Ich sehe ihn nicht. Er ist nicht unsichtbar, aber er steht unter mir. Das ist auch immer blöd, wenn ein Gegner unter dir steht und du den nicht angreifen kannst. Bin ich hier richtig? Sieht so aus. Ich heile mich lieber mal, da habe ich klare Sicht. Auch irgendwie seltsam, warum das eine Sicht einschränkt, wenn man verletzt ist. Ja gut, es kann irgendwie, es kann einen schwächen, aber was zur Hölle. Habe ich aber schon mal irgendwo in einem Part gesagt, warum wird das Bild dunkler? Ja gut, ja, irgendwie ein bisschen macht Sinn, aber auch nur ein bisschen. Ist das auch wahrscheinlich hier hindurch? Yep, das sieht bekannt aus. Verdammt, ich bin umzingelt. Ich weiß nicht, ob...
Ich komm. Du wirst nicht sterben. Nein, das verbiete ich dir. Halt aus. Zack, hinter mir war noch einer. Und danke Jessica, dass du dich um die kümmerst. Und danke, dass du mich nachher in den Tod schickst. In ein paar Jahren. Alter, was aus denen immer wird. Aus dem Rotschopf wird ein Terrorist. Und aus ihr irgendwie auch. Hey, du hast gut durchgehalten. Hey, greif den nicht an. Finger weg. Finger weg. Hey, hier bin ich. Natürlich, ich habe auch keine Munition mehr. Naja, greif halt mit Messer an. Das kenne ich auch schon. Na, der blutet gerade auf dem Boden. Da ist noch einer. Ich greife mit dem Messer an. Zwei auf einmal mit einem Messer. Schön. Oder auch nicht schön. Ich krieg das. Pau. Spür's, mein Messer. Ja, es ist eigentlich ziemlich scheiße mit dem Messer. Vor allem bei solchen Huntern, die irgendwie mega stark sind in gewisser Weise. Nicht so stark wie das große Monster, was war im letzten Part. Das Schiff, also das lebende Schiff. Schaut euch die letzten Parts auf jeden Fall an. Die waren nice. Der letzte Part vor allem. Die ganze Playlist. Immer noch als letztes verlinkt in der Infobox. Ganz am Ende jedes Parts. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Das stimmt aber auch. In gewissem Maße. Der Realität. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Jo. Zum Kommandoraum. Dort längs. Okay. Ich hoffe, es ist nicht mehr weit. Wir haben einen Verletzten bei uns. Ich wehre alles ab, was kommt. Ich nicht, ich habe keine Munition mehr. Na doch, da ist Munition. Hui! Muss ich einmal drum herum. Und das auch noch Munition. MG-Munition. Juhu! Nice. Und hier, was ist dort? MG-Munition. Juhu! Jetzt kann ich auch wieder mit dem MG hantieren. So, alle rein hier. Alle rein. Hoch geht's. Na. Ich glaube, wir haben einen Maulwurf. Außer jemand hat das alles geplant. Ja. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen. Stimmt, das würde ich jetzt. Stimmt, das würde ich als Kadett mal ganz vorsichtig sein. Da würde ich mal. Da würde ich mal keine Vermutung anstellen. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Ich weiß es, aber du bist Kadett. Junge. Nichts fragen, nichts sagen. Hier gibt's wieder Munition. Verdammt nochmal, da sind überall Hunter. Yep. Der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du
bist verletzt, aber bitte halt durch. Ich glaube, er hält's durch. Der ist ziemlich zäh. In der Wayman. Oha. Hey. Verdammte Arschlöcher. Verpisst euch doch mal. Ich mag diese Überraschung nicht. Immer ganz plötzlich um die Ecke. Ich weiß, dafür ist es ein Horrorspiel, dafür müsste es eigentlich viel häufiger passieren, aber muss das sein? Im Ernst mal. Ich bin doch auch nur ein kleiner, schreckhafter Zwergi. Wir haben keine Zeit. Die Monster kommen. Wir können nicht warten. Hierin. Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. Ja, Sir. Bin unterwegs. Er hat es noch nicht geschafft. Gib ihm Deckung. Er hat es doch schon geschafft. Der ist doch schon drin. Was ist nur los? Ach so, da ist einer. Ich dachte, die erschießt mich. So, gehen wir jetzt ran. Was war wohl der letzte Hand? Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Ja, los. Hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck. Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Waymond. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Nur was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen.